Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Aufnahme von Kingdoms of Amalur erwartet uns. Ich bin der Björn vom LSNPD und ja, wir fangen gleich mal an. Und ich weiß gar nicht, hier haben wir noch einen toten Fergorta liegen. Wir hatten noch mit dem Piratenkapitän geredet, mit LeChuck. Und ich war der Ansicht, dass wir hier erstmal ein paar Blümchen einsammeln. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Weil ich so viele Folgen im Voraus produziert habe, dass ich jetzt mich erstmal wieder zurückerinnern muss. Und zwar, was hatten wir denn? Ach ja, wir hatten ihn ja getroffen und er meinte, einmal lässt er uns gehen, aber wir lassen uns ja hier nicht verscheuchen. So geht's ja nicht. Da unten ist ein kreisender Böbel. Deswegen gehen doch einfach mal grob in die Richtung. Laufen wir mal ein bisschen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Da ist eine versteckte Truhe. Wahrscheinlich in einem Steinhaufen oder irgend so was. Da. Was haben wir da? Eine funkelnde Blitzscherbe und ich habe gesehen, wir haben schon wieder 65 von 70 Inventargewicht voll. Was natürlich super ist. Ysas Atem nehmen wir aber trotzdem nicht mit, weil keine Reagenzien. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach ja, da war ja auch Akara, hieß diese Gottheit, in dem Dorf. Oh, da ist schwarzer Korsch. Den nehmen wir nochmal mit. Da ist auch nochmal Ysas Atem im Vorbeigehen. Achso, das ist eine alte Antilope. Oh, Blutwurz. Es ist erschreckend, dass man sich mit den Pflanzen hier besser auskennt als mit echten Pflanzen. Dann gibt es ja auch Leute, die können Gänseblümchen nicht von einer Tulpe unterscheiden. Ach, die beten und meditieren den ganzen Tag. Da kriegt man natürlich viel gerissen. Ach, ist das... Ja, Kapitänin Brattigan. Wo guckt sie denn dahin? Ha! Ich hatte Ihnen gesagt, ihr würdet zurückkommen. Ja, natürlich. Wir sind ja auch der Beste. Reden wir mal mit ihr. Seht euch nur an. Ich könnte euch anknabbern. Allerdings steht in meinem Vertrag mit der Flotte, dass ich das nicht darf. Ihr habt die Ardings gefunden. Lebend und wohlauf. Wenn auch ein wenig durchnässt. Gut gemacht. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass ihr voller Überraschungen steckt. Ich habe hier nach einer Möglichkeit zur Flucht gesucht, aber alle sind so beschäftigt mit ihrer kostbaren Nachfahren, dass sie mich kaum eines Blickes würdigen. Haben Sie Tari gefunden? Nein, haben sie nicht. Alder denkt, er ist gestorben, kurz nachdem wir ihn verlassen haben und dass er raus ins Meer gespült wurde. Tari war ein guter erster Maat. Ich werde den stillen Taugenichts vermissen. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber die Winde des Schicksals wehen nicht immer zu unseren Gunsten. Und was ist die Nachfahrin? Sie ist diejenige, die sie ihrem Gott, ihrem kostbaren Akara, übergeben. Sie halten eine prachtvolle Zeremonie ab und opfern sie ihm als Gefäß. Anschließend verbringt sie den Rest ihres Lebens in innigster Versenkung mit dem Geist. Es klingt grauenhaft. Ja, ich werde mal mit dem toten Kell sprechen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ja, lesen auch nicht so meine Stärke. Wirklich? Ihr seid ihm begegnet? Dann erzählt mal. Was hatte der Schurke zu seiner Verteidigung zu sagen? Und waren die Gehängten bei ihm? Blutgrimm, die flüsternde Hexe, der Baronett. Die flüsternde Hexe? Sie besitzt einen mächtigen Stab und flüstert ihren Opfern etwas ins Ohr, bevor sie sterben. Was sie ihnen sagt, weiß jedoch niemand. Außerdem heißt es, sie sei die Geliebte des toten Kell. Widerlich. Also für jemanden, der so viele Anklagen wegen sexueller Belästigung hat, wie sie hat. Widerlich. Und was mit Blutgrimm? Er ist ein großer, hässlicher Kerl. Wenn er kann, tötet er mit seinen bloßen Händen. Und wenn er eine richtige Sauerei anrichten will, greift er zu seinem Hammer. Das klingt wie aus einem schlechten Porno. Und der Baronett?
Erst ein Gag, dem Seide und Prahlereien mehr bedeuten als ein Leben. Wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, gute Manieren öffnen einem jede Tür. Wirklich jede. Ich muss den toten Kerl finden. Zweifellos. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ihr das anstellen könnt. Alde erwähnte einen alten Schiffbrüchigen namens Kay, der schon länger als jeder andere auf dieser Insel ist. Vielleicht lebt er ja schon lange genug, um unseren Piratenfreund zu kennen. Und falls nicht, ist er zumindest ein guter Anfang. Alles klar. Fragen wir nochmal, was jetzt? Alda wird wissen, wo wir diesen Kay finden. Und wenn wir Glück haben, ist er normal und nicht wie der Rest dieser verwirrten Aale. Ich würde allerdings nicht darauf wetten. Das würde ich allerdings auch nicht. Bis später. Kommt schnell wieder! Und jetzt guckt sie da wieder raus. Bleibt nicht zu lange fort. Nee, nee. Aber... Ja. So, wir gehen mal zum dunklen Hafen. Das ist unsere neue Quest. Ja. Oh, hast du was zum Verkaufen? Nesta Gwinnett ist die schönste Frau im Dorf, obwohl sie eine Alpha ist. Schade, dass sie mit Katwalon zusammen ist. Erstens, was hast du mit deinem Kopf? Zweitens, wenn du mit mir redest, dann haust du den Fisch gar nicht. Und jetzt haust du den Fisch auch noch nicht. Ja. Alles nicht so einfach. So. Ist das hier, Elva Brund. Mein Name ist Elva. Hallo, Schiffbrüchiger. Ich habe schon von euch gehört. Ihr seid mit der Kapitänin gekommen. Ziemlich schrullig, die Frau. Aber mich geht es ja nichts an. Das ist richtig. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ja, einkaufen. Das ist doch mal eine gute Sache. Großer Heiltrank. Die nehmen wir mal mit. Und einfacher Heiltrank. Kann ich denn was bei dir verkaufen? Schleichers Langschwert. Treibholzsandalen. Wie sehen die aus? Mana-Regeneration pro Sekunde, Zauberfähigkeiten. Brauchen wir Zauberkraft 24 für? Was ist das hier für einer? Block 33 Schaden, 28 Rüstung, 55 Leben plus 1 Überzeugung. Der ist eigentlich gar nicht mal schlecht, den werden wir nochmal behalten. Kavaliersrüstung. Plus 45 Leben und plus 12. Ach komm, den können wir doch mal verkaufen. Magiers Rüstung. Plus 17% Mana können wir auch mal verkaufen. Magiers Kyras. Ach komm, weg damit. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Meisterhafte Heiltränke. Große Heiltränke haben wir noch ein paar. Einfache Heiltränke haben wir nur noch einen. Da kaufen wir auch mal die letzten drei da ab. Und ja, sonst hast du... Oh, einen meisterhaften Heiltrank hast du auch. Den nehme ich natürlich auch. Was kannst du uns denn über Akara erzählen? Ohne sein Geschenk des endlosen Trostes hätte ich die Tage der Einsamkeit niemals überstanden. Alles, was ich bin, habe ich ihm zu verdanken. Und der tote Kell? Ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen. Das war, als er sein totenbleiches Gesicht aus einer der westlichen Wehren herausstreckte. Er soll furchteinflößend sein? Ha! Nicht im geringsten. Nur Feiglinge lauern im Schlamm und nehmen sich, was ihnen nicht gehört. Da seid ja sogar ihr furchteinflößender als der. Mir gehört übrigens die Gravehall-Feste. An Gravehall ist also mehr dran, als der Aberglaube behauptet. Wirklich gut. So langsam macht ihr hier auf der Insel ziemlichen Eindruck. Aber lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Nein, nein. Erzähl mir mehr über dich. Mein Gemahl wurde getötet, als die Blausäbel Schiffbruch erlitt. Ebenso wie unsere Kinder. Fauna, Peter und die kleine Gwen. Es war nicht leicht. Vor allem während der ersten Jahre. Dank Akaras Gnade konnte ich die Vergangenheit jedoch hinter mir lassen und wieder aufblühen. Und Galgens End? Für mich war es ein wahrer Segen, hier zu stranden. Die Leute freuen sich immer, mein Gesicht zu sehen. Das liegt daran, dass ich diejenige bin, die allerlei Dinge besorgen kann. Abgesehen davon sehnt man sich doch nur dann nach dem Festland, wenn man auch etwas hat, zu dem man zurückkehren kann. Ich habe dieses Problem nicht. Wo kriegst du eigentlich die ganzen Sachen her? Was kannst du uns denn über Patrick Dower erzählen?
Oh, ich könnte euch schon das eine oder andere über Pedrick Dower erzählen. Aber das werde ich nicht. Ich bin schließlich eine Dame. Paddy sucht nur nach erlesenster Gesellschaft. In seinen Augen sind wir andere nichts als Versager. Wenn ihr mich fragt, können er und seine Freunde ihre Meinung für sich behalten. So, so. Dann bis später. Wir sehen uns. Das klingt ja ominös. Wir sehen uns. So, wo wollen wir denn mal hier hin? Jetzt, da. Der hat einen Pfeil auf dem Kopf. Alda! Hey, Alda! Es tut mir leid um euren Freund Tari. Es ist bedauerlich. Und doch habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass alles, was geschieht, Teil von Akaras Plan ist. Wir im Dorf bereiten uns auf die Darbringungszeremonie vor, um unsere neuen Nachfahren zu erhalten. Erst dann werdet ihr es wahrhaftig verstehen. Ihr habt Informationen für mich? Kapitänin Brattigan hat mir erklärt, dass ihr plant, den toten Kell zur Rechenschaft zu ziehen. Ich verstehe eure Gründe, aber dieser Plan ist Wahnsinn. Dennoch wünsche ich euch, dass ihr Erfolg habt und verweise euch deshalb an einen Mann namens Kay. Er ist der älteste Schiffbrüchige auf Geigen's End. Er wird Antworten für euch haben. Doch bevor ihr mit ihm sprecht, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Eure Reise führt euch an der Seelengrundwehr vorbei, wo sich meine Frau Bridget auf die Darbringung vorbereitet. Bringt ihr dieses Amulett, sie wird es haben wollen. Alle Nachfahrenden tragen es während der Zeremonie. Und wo ist die Seelengrundwehr? Folgt einfach dem Strand in Richtung Westen. Ihr erkennt die Wehr an den Wächtern, die vor ihr Wache halten. Provoziert sie nicht. Nö, nö. Wir sind immer ganz lieb. Erzähl mir mehr über diese Darbringung. Sie ist das Ritual, bei dem wir Akare eine der unseren darbringen. Als Geschenk und als Zeugnis unseres Glaubens an seine Führung. Das Ritual findet nur ein einziges Mal in jeder Generation statt. Wir bringen unsere Auserwählte auf den Berggipfel, wo sie den Segen Akaras empfängt und zur Nachfahren wird. Von diesem Tag an nimmt sie im Dorf einen Ehrenplatz ein, bis die nächste Darbringung stattfindet. Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Und die Nachfahren? Akara spricht durch die Nachfahren. Sie sind eins. Ohne die Weisheit der Nachfahren wären wir hier in Trostkap verloren. Sie führt uns und sorgt dafür, dass wir Akaras Weg treu bleiben. Am Ende ihres Lebens verlässt die Nachfahren mit ihrer Wache diese Insel. Sie nimmt Akaras Macht mit sich, damit diese auch an einem anderen Ort Wurzeln schlagen kann. Wie ein Same im Wind. Na, du alte Grinsebacke, du. Und die Wache der Nachfahren? Man nennt sie die Wächter und ihr erkennt sie an ihren Roben und Masken. Sie sind Akaras stille Beschützer. Die Nachfahren ist ihre Stimme. Sowohl die scheidenden Nachfahren als auch ihre neu erwählte Nachfolgerin werden von diesen uralten Kriegern beschützt. Okay, dann gehen wir mal los. Ach, der sagt nichts zum Ende. So, dann müssen wir hier einmal langlaufen. Mal schauen, wo wir da landen. Oh, schwarzer Kohosch. Es war nicht leicht, aber ich bin diesem Landungstrupp ins Inselinnere gefolgt. Niemand, der so viel Fracht mit sich führt, ist zufällig hier. Da braut sich ein Sturm zusammen. Es wird euch freuen zu hören, dass ich einen gefangen genommen habe. Den schmächtigen Kerl dort drüben. Er sagt, er sei harmlos. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem habe ich noch ein weiteres Schiff entdeckt. Es liegt direkt vor der Küste und ist noch vollkommen seetüchtig. Wenn ich ein wenig verrückter wäre, würde ich es stehlen und lossegeln. Aber vor allem interessiert mich der Anführer dieser Leute. Wenn sie auf Blut aus sind, werden wir es schon bald wissen. Der Landungstrupp? Ich muss sagen, er war einem Kampftrupp ähnlicher als einer Schiffsbesatzung. Ich habe sowohl Krieger als auch einige Scholaren unter ihnen gesehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fremde auf der Suche nach Akaras Macht und der Magie der Insel nach Geigen's End kommen. Ich habe nur schon seit Jahren keine mehr gesehen. Folgt den Anführer, ihr solltet hier bleiben. Naja, ihr solltet lieber hier... Obwohl... Sie hat sich ja eigentlich bis jetzt ganz gut geschlagen.
Wir schicken sie einfach mal mit. Also, zur Verfolgung des Anführers. Ich hatte gehofft, dass ihr meine Ansichten teilt. Die Leute in Trostkap legen ihre Schicksale immer in die Hände anderer. Ob es nun Akara, der tote Kell oder sogar mein Vater ist. Ich werde nicht länger untätig zusehen. Ich gehe und ich werde denjenigen finden, der hinter dieser Invasion steckt. Er schuldet mir ein paar Antworten. Aber sei trotzdem vorsichtig. Was kannst du mir über die Nachfahrin erzählen? Sie ist Akaras Sklavin, ein Sprachrohr des Gottes selbst. Meine Mutter hatte mehr vom Leben verdient als das. Sie ist eine wundervolle Frau. Und die Wache? Die Wächter? Sie mögen zwar nicht sonderlich bedrohlich wirken, aber sie brennen euch das Fleisch von den Knochen, wenn ihr die Nachfahrin auch nur unfreundlich anseht. Na, das ist doch mal ein Argument. Alles klar, dann verfolgt mal den Anführer. Auf Wiedersehen. Na, aber ihr seid dann, sieht ja ein bisschen kurzbeinig aus. Den können wir nicht reden. Na gut, dann gehen wir mal so durch die Tür. Darf offensichtlich jeder... Oh, hier können wir Gemmen schleifen. Hier darf offensichtlich jeder rein. Die Wächter sorgen schon für Ordnung. Guten Tag. Was ist euer Begehr? Die neue Nachfahrin darf nicht gestört werden. Ihre Meditation ist für die Darbringungszeremonie von größter Bedeutung. Ohne die entsprechende Vorbereitung wird sie die Macht, die Akaras Segen mit sich bringt, nicht bewältigen können. Sie würde sie vernichten. Dieses Amulett ist für Bridget. Dieser Name wird schon bald bedeutungslos sein. Sie wird die Nachfahrin sein, Akaras Auserwählte und das Gefäß seiner Macht. Ich werde ihr das Amulett geben, sobald sie ihre Meditation unterbricht. Nun müsst ihr gehen. Und das ist kein Vorschlag. Wo ist sie denn? Das geht euch nichts an. Sie ist in Sicherheit. Der Nachfahrin wird unter dem wachsamen Blick der Wächter nichts geschehen. Na, das glaube ich ja gern. Aber was kannst du mir über Akara erzählen? Er ist der Grund, warum wir alle auf Galgens End ein friedliches Leben voller Gnade und Erleuchtung führen. Er ist gerecht, und das ist mehr, als wir verdienen. Und die Darbringung? Sie ist der Moment, in dem ein einfacher Mann oder eine einfache Frau zum Werkzeug eines Gottes wird. Die neue Nachfahrin wird bereits Monate vor der Zeremonie auserwählt, damit sie über die Bedeutsamkeit ihrer Pflichten nachdenken kann. Wenn die Darbringung dann stattfindet, gibt Akara seinen Segen an die Auserwählte weiter, die dadurch zur Nachfahrin wird. Es ist wundervoll. Ja, wundervoll. Und die Nachfahrin selbst? Sie verkörpert Akaras Macht und seinen guten Einfluss hier in der Welt der Sterblichen. Viele wünschen sich, die Nachfahrin zu sein, aber letztlich wird nur eine erwählt. Sie muss stark genug sein, um Akaras Segen aufzunehmen, denn die Schwachen würde er verzehren. Die Maske sieht richtig cool aus. So, die Seelengrundwehr, erzähl mir mehr darüber. Sie war einst ein Stollen der Dwerger, bis diese die Insel verließen. Anschließend wurde sie von den ersten Bewohnern Trostkaps in Besitz genommen. Die erste Nachfahrin lebte hier, hinter diesen warmen, schützenden Mauern. Heute bereiten sich alle Nachfahrinnen hier vor, in Sicherheit und unter unserem wachsamen Blick. Gut, gut. Und, erzählt mir mal mehr über euch. Wir sind die Wächter. Von Geburt an sind wir von dem Dorf getrennt und in unsere Ausbildung versunken. Unsere Gaben stammen von Akara selbst. Wir sind seine Augen auf Galgens End, seine schützende Hand, die die Nachfahrin und ihr Volk behütet. Seht ihr überhaupt was unter der Maske? Naja, bis später. Lebt wohl. So, dann gehen wir mal gleich wieder raus. Das war ja ein kurzes Gastspiel hier. Ja, mit den Wächtern scheint irgendwie nicht gut Kirschen essen zu sein. Dingens. Ach, die sind nicht nett, so. So, wo wollen wir denn jetzt mal hier hin? Oh, da ist Schwarzer Korsch. Die sind überall Gegner schon wieder. Ach, Boggarts. Jetzt mal ganz ernsthaft. Oh, habe ich die nicht eingesammelt? So. Oh.
Au. So, mit unserem Feuerschwert haben wir da ja Glück, weil die ja aus Holz sind. Ein Sylvanit-Großschwert. Was macht das? Das macht 94... Ach, das ist ja ein Großschwert und kein Langschwert. Ah, schade, ich dachte schon. Aber die Großschwerter sind mir zu langsam. Wie ja der eine oder andere vielleicht schon gemerkt hat, brauche ich immer eine gewisse Geschwindigkeit, nenne ich es einfach mal. Damit ich schöne Angriffe spammen kann. Was ist das da? Eine Truhe. Die steht da einfach rum. Oh, Goldmünze. Und eine Blitzscherbe, die brauchen wir allerdings nicht. Und da hinten sehe ich schon Glutaugen. Aalblatt, nehmen wir mal mit. Das können wir ja immer noch mal verwenden irgendwo. Aber die Glutaugen sind wichtiger. Und Blutwurz ist auch wichtig. Und, wie hieß das Ding nochmal? Keine Reagenzien hieß das. Der alte Kay. Sieht aber schon ein bisschen merkwürdig aus. Dem fehlt eine Hand. Hallo? Verzeiht mir, dass ich frage, aber kennen wir uns? Ich bin vor einigen Monaten hier gelandet. Das sagen zumindest die Dörfler. Hab einen verdammten Schlag auf den Kopf gekriegt. Ist nicht einfach mit dem Gedächtnis. Hat man es, vergisst man es. Und sobald es weg ist, vergisst man, tja, alles. Selbst jetzt. Ich kam aus einem Grund hierher, an den ich mich nicht erinnere. Alles, was ich habe, ist diese Karte. Und die nützt mir hier nicht viel. Welche Karte? Tja, das ist keine Karte, nein, eher ein Fetzen Pergament. Ich habe ihn zwischen den Trümmern hier gefunden. Aber was habe ich hier eigentlich gesucht? Treibgut? Schildkröteneier oder Krabben? Muscheln? Vielleicht ist es ja eine Schatzkarte. Vielleicht solltest du mit dem Stumpen vielleicht nicht im Gesicht rumfummeln. Was wisst ihr denn darüber? Ich würde sagen, das ist Dwerger, der Schrift nach. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Was ein Dwerger ist? Keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich mich an meinen Namen erinnere. Wenn ihr euch die Ecken des Pergaments anseht, erkennt ihr, dass es von einem größeren Blatt abgerissen wurde. Möglicherweise gibt es mehrere Teile. Och, gib mal her. Nur zu, sie gehört euch. Was nützt eine Karte auf einer Insel ohne Boote? Wenn ich noch mehr finde, könnt ihr sie haben. Das heißt, wenn ich mich erinnere, wer ihr seid. Erzähl mir noch mal etwas mehr über dich. Mein Name ist Aubrey. Aber das ist auch schon alles, woran ich mich erinnere. Die anderen Dorfbewohner sagen, sie hätten mich halb ertrunken im Wasser vor dem Krabbenstrand gefunden. Und was weißt du über den toten Piratenkapitän LeChuck? Ich bin mir fast sicher, dass er der Grund ist, warum ich hier bin. Man weiß doch, dass er die Schiffe versenkt, die der Insel zu nahe kommen. Die anderen Dorfbewohner raten mir, in der Nähe von Trostkap zu bleiben. Aber ich kann einfach nicht anders. Irgendetwas in meiner Natur sehnt sich nach Erkundungen. Und die Dwerger? Was weißt du über die? Sie sind ein zähes Volk, entschlossen, die Elemente allein mit dem starken Griff ihrer Hände und dem Willen in ihren Herzen zu bändigen. Sie würden jegliche Hindernisse, ob Meer oder Stein, niederreißen, um ihre Ziele zu erreichen. Seid euch dessen stets bewusst. Und Galgens End? Ich bin mir nicht sicher, wie ich hierher gekommen bin oder warum ich überhaupt in dieser Gegend war. Ich hasse das, diese Fragen. Naja, ganz ruhig bleiben. Und du hast keine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Fragt mich nicht. Ich weiß morgens oft nicht einmal, wie ich heiße. Mein Rat ist nicht sonderlich verlässlich. Na gut. Dann bis später. Viel Glück. Oh, da ist ja Blutwurz.